So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe leider kein Stativ dabei, deswegen wird die ein oder andere wackelige Sequenz dabei sein. Aber wir machen einen Rundgang im Wernerwald. Jetzt hat vielleicht der ein oder andere Wernerwald schon mal gehört, weil er tatsächlich im Raum Cuxhaven wohnt. Und für die anderen, der Ben war doch schon mal im Wernerwald. Also wer sich das jetzt wirklich gedacht hat, herzlichen Glückwunsch. Mein zweites Video, chronologische Reihenfolge, das ich je aufgenommen habe, hat hier stattgefunden. Da war ich noch als ganz armes Würstchen entsprechend hier zum Urlaub machen. War vorher mit dem Bergwaldprojekt, ja, hier gibt es weit und breit keinen Berg, aber ich war hier trotzdem mit dem Bergwaldprojekt am Küstenheide aufräumen und habe danach eben mein zweites Video gedreht. Nämlich, wie man eben, weil ich dachte, das wäre für viele Leute interessant, wie man rausfindet in einer Landschaft, die durch Naturschutzgebiete und sogar Nationalparke, nämlich das Wattenmeer, geprägt ist, wie man da einen legalen, oder zumindest genügend Grauzone, um es machen zu können, Schlafplatz findet. So, grauenvolles Video aus heutiger Sicht. Aber so ganz generell völlig falsch war das immer noch nicht, was ich da erzählt habe, beziehungsweise ist es auch heute nicht. Nur, ich habe damals schon gedacht, ja, dieser Wald wäre ja an sich eigentlich auch ganz interessant, um zu dem selber was zu erzählen. Habe es mich damals aber noch nicht getraut, weil die ganze mit der Kamera-Quatscherei einfach noch zu neu gewesen ist. Und das hole ich jetzt nach, 5 Jahre später ungefähr. Und ja, erster Stopp. Also wir werden nochmal kurz zum Fahrplan. Wir laufen hier einfach mal durch. Wenn ich was Interessantes finde, werde ich das kommentieren. Ich habe ein ganz paar kleine Hintergrundinformationchen inzwischen bekommen. Hier war eben nämlich noch eine Waldführung, eine offizielle, von einem waldführenden Kollegen. Und dementsprechend habe ich jetzt noch ein paar so kleine Hintergrundinformationen. Ja. Und eine davon ist eben hier dieses Loch. Da, dieser kleine Spalt, das ist ein übererdeter Bunker. Es hat hier wohl mal vom Reichsarbeitsdienst eine Unterkunft gegeben, wo sie ja irgendwelche Küstenschutzmaßnahmen oder was auch immer betrieben haben. Reichsarbeitsdienst aus der NS-Zeit, also plus minus Zwangsarbeit, die hier geleistet worden ist, also eher plus als minus. Und die Offiziere, die da zuständig waren, also neben den regulären Soldaten bei diesem Reichsarbeitsdienst, die hatten wohl für sich diesen Bunker. Eben ein einfacher, ja im Grunde Beschussstandhaltebunker ohne großartige Verteidigungsfunktion, sondern lediglich, um im Falle eines Angriffs halt wenigstens die Offiziere in Sicherheit bringen zu können. Klassischerweise eben übererdet, wie das mit Bunkern fast immer passiert ist. Man hat dann, nachdem die Kinder gern drin gespielt oder dran gespielt haben, irgendwann mal einen Haufen Erde drüber gekippt, wenn man das Geld nicht hatte, um sie komplett eben auszubuddeln und sämtlichen Stahlbeton zu entfernen. Hier hat man sich eben auf den Haufen Erde beschränkt. Und dass dieser Haufen Erde eine Fremderde ist, das kann man sogar sehen, wenn man sich mal anschaut, was denn auf dem Haufen Erde draufsteht. Und zwar, der ein oder andere wird es schon erkannt haben, das sind Maiglöckchen. Jetzt ist Oktober und keinesfalls Mai, aber die sind noch da. Und das Lustige ist, weit und breit in den Wäldern hinter mir, Sandboden, darauf wächst kein Maiglöckchen. Ja, ausgesprochener Sandboden, das ist überhaupt kein Maiglöckchen-Standort. Und das führt dazu, dass die Maiglöckchen, die hier jetzt wachsen, ein eindeutiges Indiz dafür sind, dass der Hügel, auf den ich gerade gestiegen bin, dieser hier, ja, jetzt warst du im Bild, Schatz. Ja, ich hab doch was Macht doch nichts. Dass der eben zusätzlich menschgemacht eingebracht worden ist von irgendwo offensichtlich, wo man genügend Erde hatte, wo Maiglöckchen gewachsen sind. Und beim Aufhäufen dieses Haufens waren eben die Maiglöckchen-Samen im Boden schon enthalten. So, jetzt dient der Bunker heute Fledermäusen als Unterschlupf. Und ich werde mal versuchen, das hat man eben eigentlich ganz schön gesehen, mittels Funzel, da mal rein zu funzeln, damit wir vielleicht mal gucken können, ob wir irgendwas erkennen. Ja, viel wird es nicht zu sehen geben. So, hier seht ihr jetzt noch nichts, aber wenn ich dann die Funzel anwerfe, dann wird es natürlich schwierig, irgendwas da scharf zu stellen, aber ja, jetzt doch. Ne? Also man kann so
so grobe Überreste irgendwelcher alten Mauerwerkstrukturen grob erkennen. Und das ist eben ein Winterquartier für Fledermäuse und deswegen hat man das in diesem Ausmaß auch offen gelassen. Jo, und bei Fledermäusen ist das ja so, dass die grundsätzlich Winter- und Sommerquartiere haben. Als Sommerquartier kann dann schon mal eine Scheune dienen oder ein Dachboden, sofern der halt eben nicht allzu häufig von uns Menschen besucht wird und sie sich da tagsüber schön verstecken können. Und für Winterquartiere bauen sie dann halt irgendwelche Höhlen oder Ähnliches. Und da hier Höhlen quasi unvorstellbar sind in dem vorherrschenden Boden, sind sie nahezu vollständig auf anthropogene Strukturen angewiesen. Natürlich würden sie dann einfach in hohlen Baumstämmen hausen, weil man muss ja sagen, irgendwelche natürlichen Strukturen muss es doch auch gegeben haben, wo Fledermäuse vorkommen können, beziehungsweise sich für den Winter zurückziehen können. Ja, und das sind dann eben die hohlen Baumstämme. Jetzt ist das Problem folgendes, diese Landschaft hier ist alt. Alt im Sinne von menschlicher Nutzung. Hat es hier schon seit immer mehr oder weniger gegeben. Wir sind schließlich direkt an der Küste, beziehungsweise in fast alle Richtungen kommt man nach 10 Kilometern an irgendein Wasser, sei es die Elbe oder sei es die Nordsee. Bis auf nach Süden direkt, da kommt man dann nicht an irgendein Wasser, da kommt Deutschland. Aber in alle anderen Richtungen ist Cuxhaven so ein schöner vorgelagerter Küstenzipfel. Und das bedeutet, hier waren schon immer Menschen und das bedeutet wiederum, dieser Wald ist nicht alt, nämlich nur 140 Jahre, ziemlich genau. Also ob man hier einen 140-jährigen Baum findet, ist nochmal eine andere Frage. Vielleicht einen 100-jährigen, vielleicht einen 120-jährigen, 140 kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber jedenfalls ist der Wernerwald mit seinen 140-Jährchen einfach noch gar nicht so alt, dass man da irgendwelche großartigen Fledermaus-supportenden Bestände erwarten dürfte. Es ist also tatsächlich dem Mensch zu verdanken, dass es hier überhaupt Fledermausbestände gibt. Die sind in diesem Fall ein reiner Kulturfolger. Ja, dann gehen wir weiter. Ja, es ist fast schon ein alter Hut. Ich bleib bei jedem Waldbegang vor einer stehen, wenn ich eine finde. Hier steht eine Eibe rum. Wir sind recht nah am Waldrand. Es könnte also sehr gut möglich sein, dass das einfach eine Pflanzung von irgendeinem Vogel, der aus irgendeiner Garteneibe, an irgendeiner Garteneibe was gemampft hat, dann hier hingeflogen hat, ist und hier was fallen gelassen hat. Und hier steht hier tatsächlich eine Eibe. Da wir es mit einem überwiegend Kiefernwald zu tun haben, Eichen und Kiefern, beides sind ja eher Lichtbaumarten, die es nicht besonders schattig machen. Ihr habt es gerade gesehen, da kommt schon relativ gut Licht durch. Es ist gerade ziemlich duster wegen der Wolke, die eben über uns drüber gezogen ist. Jetzt kommt aber gerade die Sonne wieder raus. Nichtsdestotrotz, der Wald ist locker licht genug, dass eine Eibe hier drunter problemlos wachsen kann. Gar keine Schwierigkeit. Und ja, sie tut es. Und das Bemerkenswerte ist, das Ding ist sehr, sehr mehrstämmig. Ich hoffe, man hört mich noch. Ich quatsche jetzt gerade nicht direkt ins Mikrofon. Und das ist auch kein Zufall, sondern nicht weiter überraschend, weil die wird garantiert mehrfach abgeknabbert worden sein von diversen Rehen. Da sie überhaupt noch lebt und überhaupt hochkommt, langsam, sehr langsam, das ist schon recht bemerkenswert. Also ich würde hier wirklich niemals eine Eibe erwarten in diesem noch sehr, sehr jungen, sehr stark menschgeprägten Wald. Man sieht es auch allein am Wegenetz, dass wir hier ein komplettes Schachbrettmuster-Wegenetz haben. Also die Wege verlaufen alle in Ost-West, Nord-Süd-Richtung entsprechend und wie ein Karo-Papier quasi durch den Wald. Man kann sich also auch nicht verlaufen, man muss einfach nur geradeaus laufen und kommt dann irgendwann an irgendeiner Nord-Süd-Ost-West-Richtung aus dem Wald wieder raus. Muss man nur noch wissen, wo man dann jeweils ist, wenn man wieder rausgekommen ist. Aber ja, also ein Anfängerwald, was die Orientierung angeht. Ja, tatsächlich eine Eibe. Hätte ich wirklich nicht mit gerechnet. Ihr habt sie gesehen, ne? Das ist. So, hier hinter mir ist ein Berg. Und zwar ist das der Feuerberg. Ich glaube, so heißt der. Ist die dritthöchste Erhebung des Landes, jedenfalls von dieser Ecke hier, ne? Also von diesem Stückchen Land. Und also das heißt, für die Verhältnisse der Cuxhavener Küstenbewohner, also Cuxhaven und erweitertes Gebiet, ist das da tatsächlich ein Berg und deswegen heißt er auch Feuerberg. Und wir gehen da mal hoch. Das geht leider nur mit Wackelkamera, ich bitte um Entschuldigung.
Über da. Ich versuche das. Ja. Ist ja Wurst. Ich steige auf einen Hügel. Ne? Also das ist jetzt per se erstmal gerade nicht so spektakulär. Gut. Wir sind auf einen Hügel gestiegen. Und jetzt der Gag ist der. Wie kommt es dazu, dass wir hier einen Hügel haben? Feuerberg deswegen, weil man hier regelmäßig das Osterfeuer abgehalten hat. Das weiß ich jetzt auch von der kleinen Waldführung, an der ich eben teilgenommen habe. Und das Osterfeuer, das man immer an dieser selben Stelle gemacht hat, immer hier, hat dazu geführt, dass sich hier eben entsprechend verbranntes Holzmaterial abgelagert hat. Jetzt sind wir nah an der Küste. Wir haben hier quasi immer Wind. Man kann den Wind oben in den Ästen, denke ich, das eine oder andere Mal hören in diesem Video. Hier unten kann man ihn zum Teil auch spüren und ohne Mikrofonpuschel würde man mich wahrscheinlich oft zwischendrin mal nicht verstehen wegen zu vielen Windgeräuschen. Die Kombination aus sehr regelmäßig und über einen langen Zeitraum hier feuern und dadurch Material, das eben liegen geblieben ist, aus den Resten der Asche, der Kohle, je nachdem, was dann vom Feuer halt übrig geblieben ist, je nachdem, wie sauber das verbrannt ist. Wir kennen das alle, wenn wir mal ein Lagerfeuer gemacht haben. Zunächst mal brennt sich ein Lagerfeuer, das man einfach so auf dem Boden macht, wenn man gar keine Sicherung betreibt, brennt sich ein bisschen ein. Das gibt so eine kleine Kuhle. Macht man dann sehr, sehr lange Lagerfeuer, immer an der gleichen Position, häuft sich das dann irgendwann auf und man kriegt irgendwann einen richtigen Hügel, der die Feuerstelle darstellt. Die muss man dann regelmäßig wieder ausbuddeln, eben die Asche und Kohlereste entfernen. Und das hat man hier nie gemacht, das Ausbuddeln. Und das hatte dann irgendwann zur Folge, dass erstens durch die Tatsache, dass wahrscheinlich natürlich auch schon eine gewisse Erhebung da gewesen ist, weshalb man diesen Platz ausgewählt hat, zweitens den Eintrag von Material durch das Feuer und drittens die massive Verbesserung der Bodenbedingungen, dass hier also der Boden viel nährstoffreicher ist als die kargen Sandböden der Umgebung. Das alles wird dazu beigetragen haben, dass wenn hier mal was angeweht worden ist, jetzt war ja außerdem schon eine gewisse Erhebung da, dass das, was angeweht worden ist, auch hängen geblieben ist. Deswegen habe ich das eben gerade mit dem Wind erzählt. Und dadurch hat sich immer mehr Zeug hier aufgehäuft. Man hat wieder ein Feuer oben drauf gemacht. Das Feuer, die Asche, die Rückstände des Feuers hat das wieder festgebacken, was an frischem Material, sprich Sand, hier drauf geweht worden ist. Und ja, das muss im Wesentlichen, oh, da war Frau im Bild, das muss im Wesentlichen der Grund sein, dass es hier also eine solch mächtige Erhebung gibt, die sich über die Landschaft, ja, erhebt. Spannend. Und Kinder sind hier fleißig am Spielen, am, was immer das für ein Unterstand sein soll, ist ja auch egal. Vielleicht für den Igel, für den Fuchs, was weiß ich. Als es noch Schnee gab, war das auch... Moment. Man hört mich nicht. Als es noch Schnee gab, war das hinter uns auch die krasse Schlittelpiste und Rodelpiste, die wir da hatten. Stimmt, das hatte ich vergessen, ja. Ja, das haben wir auch eben noch bei der Führung erfahren. Ja. Ja. Und sie hat natürlich hier noch keinen Wald, als sie damals die großen Feuer gemacht haben. Das die kommt haben, noch erschwerend dazu. Sie sind dann irgendwann umgezogen, als der Wald hier aufgeforstet bzw. wieder hingestellt. So, mein Kamera. Wachsen gelassen wurde. Halte Arm fällt ab. So, paar generelle Dinge zu der Bestandesstruktur, die wir hier gerade vor uns sehen. Werde dann nachher noch mal an zwei, drei anderen Stellen reinschauen. Erstens, rechts am Baum, an der Schwarzkiefer, kann man schön sehen, ein T. Das bedeutet Rückegasse, also Track oder Trail oder wie auch immer man das jetzt aussprechen möchte. Und von denen gibt es hier, das sehen wir gleich, viel zu viele. Erstens mal ist das eine viel zu fette Markierung. Da leidet die Waldästhetik doch sehr drunter, wenn man das so fett macht. Zweitens haben sie hier noch immer den Rückegassenabstand von 20 Metern. Und das führt dadurch, dass man in diesen Wäldern recht weit gucken kann, zu einem wirklich grauenvollen Waldbild, das wir hier drüben schön sehen können. Okay, von hier geht's. Ich muss euch das nachher noch mal vom Waldweg aus zeigen. Da kann man die Tees dann noch viel besser sehen und dann ist der ganze Wald voller Tees und das ist eher problematisch. So, aber jetzt gucken wir noch mal hier entsprechend rein und ihr habt es jetzt gerade beim Schwenken schon gesehen. Hier gibt es Unterholz, da drüben, wo wir gerade reingeschwenkt haben, da gibt es kein Unterholz. Was für Unterholz gibt es denn hier? Was haben wir hier überhaupt für eine Waldstruktur? Also, die vorherrschende Baumart in diesem
Waldstück hier ist jetzt erstmal auf jeden Fall eine Kiefer. Es ist eine Mischung aus Schwarzkiefer und unserer heimischen Waldkiefer, auch Föhre genannt, wer sie dann gerne so nennen möchte, nur damit wir wissen, wovon wir reden. Ein schönes Exemplar wäre hier das hier, das ist eine Schwarzkiefer besonders beeindruckenden Ausmaßes. Ich zoome die mal noch ein klein wenig ran. Ja, hier also diese da. Die schon, ja, die macht was her. Und es gibt hier jede Menge wirklich, wirklich beeindruckende Exemplare von Schwarzkiefer, die hier eine Rolle spielen in diesem Wald. Und nebenher, hier da, wo vor Frau steht, auch ein paar heimische Waldkiefern. Das kann man jetzt schlecht sehen, weil die Farben kommen jetzt im Gegenlicht nicht so richtig durch. Aber man erkennt ja die Waldkiefer im Gegensatz zur Schwarzkiefer daran, dass sie unten einen dunklen Stamm hat, der dann nach oben hin rötlich wird. Also zweifarbigen Stamm, man kann sie auch ein bisschen sehen. Und die Schwarzkiefer hingegen hier links im Bild, die bleibt durchgehend dunkel vom Stamm und hat auch deutlich längere Nadeln. Das kann man dann also auch durchaus feststellen. Ja, so. Ursprünglich war dieser Wald hier als Kiefernwald konzipiert, als er damals angelegt worden ist. Damals meint eben vor 140 Jahren, also 1880 genau, hat man entsprechend diesen Wald angelegt. Irgendein Mensch, der Werner hieß, deswegen auch der Wernerwald, und damals größtenteils mit geforstet, aber eben auch bereits mit der Schwarzkiefer, die man eben um 1880 rum zum ersten Mal auch überhaupt in Europa angepflanzt hat. Also das muss wohl irgendwie damals auch schon in die Zeit gefallen sein. Wenn sie bei der Aufforstung, bei dem Anlegen des Waldes nicht bereits drin gewesen ist, die gute Schwarzkiefer, dann muss man sie kurze Zeit später bereits eingebracht haben. Es ist auffällig, dass mitunter die ältesten Bäume, die man hier finden kann, eben genau Schwarzkiefern sind. Die wachsen schneller als unsere heimische Kiefer, insbesondere auf so mageren Böden wie diesen hier. Aber dadurch, dass sie ja so magere Böden sind, wachsen sie trotzdem nicht besonders schnell. Und so richtig dicke alte Exemplare, ich erwähne noch mal dieses hier, die könnten also wirklich die 100 deutlich überschritten haben und auch die 120 wahrscheinlich zum Teil erreichen, wäre möglich. Meistens ist es ja so, dass wir hier jetzt zum Beispiel, wenn wir nochmal hier reinschauen, etwa gleich starke Bäume alle das gleiche Alter haben, und das ist hier definitiv der Fall, auch da hinten dieser da, die werden alle gleich alt sein, dass das also schon ein klassischer Hochwald im klassischen Stil ist. Da drüben steht die nächste, auch ungefähr dieselbe Dicke, dann dasselbe Alter. Aber dass dazwischen eben inzwischen sehr wohl auch Laubholz hochkommt, das ist bemerkenswert eigentlich, wenn man bedenkt, dass das hier als reiner Kiefernforst und damals auch wirklich in Reihe und Glied, also so ein richtig ekliger Kiefernforst, wie man sich das im schlimmsten Fall ausmalen kann, dass das so konzipiert gewesen ist, aber durch die in Teilen eher, sage ich mal, nachlässige Bewirtschaftung des Ganzen eben immer mehr Laubholz, immer mehr Birke vor allen Dingen und andere Laubholzpioniere hier Einzug gehalten haben. Und es gibt sogar Stellen, da sind inzwischen Buchen vorhanden. Ebenfalls natürlich aufkommend ist die Eiche da. Also was wir hier an Laubholz sehen können zwischendrin, das ist fast alles Eiche, größtenteils Stiel. Eiche. Ich würde es nicht verwetten, nicht drum wetten, dass nicht auch noch eine Traubeneiche dabei ist, aber das allermeiste ist sicherlich Stiel. Und das ist deswegen wichtig, das wäre die natürliche Vegetation, die wir hier erwarten dürften. Also wenn man hier einfach gewartet hätte, bis der Wald von alleine gekommen wäre, das hätte gedauert, sehr lange. Ja, weil entwaldet ist hier oben an der Küste schon seit sehr langer Zeit so ziemlich alles. Und zusammenhängende Wälder, und dieses Ding ist 300 irgendwas Hektar, 320 oder irgend sowas groß, mehr ist das gar nicht. Wälder dieser Größe sind schon durchaus relativ selten. Und daher ist der Wernerwald eben nochmal ein bisschen ein besonderes Naherholungsgebiet für die eher waldlosen Küstenbewohner, die da gar nicht so mit so viel Wäldern entsprechend gesegnet sind.
Ja, als man den Wernerwald aufgeforstet hat, müsste das ungefähr nach ein paar Jährchen, als dann die Kiefern gewachsen sind, ausgesehen haben wie hier drüben auf dieser Fläche. Und tatsächlich ist das hier auch eine Fläche, die ich hätte wirklich rätseln müssen, warum zum Geier fehlt da die Verjüngung, warum ist da kein Unterwuchs da, warum sieht dieser Wald so schön aufgeräumt in Anführungszeichen aus. Ja, und der Grund ist der, dass er genau das wird. Der wird aufgeräumt und da gibt es ein paar Leute, die für recht wenig Geld regelmäßig auf diese Flächen geschickt werden, um da alle aufkommenden Gehölze wegzusägen. Dann wartet man einfach ab, bis die Überhälter, also hier die über dem Boden noch vereinzelt, also auch deutlich weniger dicht, ne, die alten Bäume vereinzelt stehen. Da wartet man einfach, bis die sterben von sich aus und dann gibt das hier wieder eine Heidelandschaft. Man will hier nämlich aus Naturschutzgründen, da kann man sich jetzt kloppen, ob das Naturschutz ist oder Blödsinn, will man hier zurück zu der Heide, die dieser Wernerwald ursprünglich mal gewesen ist, bevor man ihn 1880 aufgeforstet hat. Und die Entscheidung, die hier eben zugrunde liegt, ist, eine Heide ist ein wertvolleres Ökosystem als ein Wald. Da kann man schon der Meinung sein, insbesondere wenn man in einer Landschaft mit viel Wald und wenig Heide ist. Hier haben wir allerdings eine Landschaft mit vergleichsweise viel Heide und wenig Wald. Daher kann ich diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Und so ein krampfhaftes den Wald verhindern, um hier auch ja wieder noch eine zusätzliche Heidefläche hinzubekommen, halte ich für relativ bescheuert. Insbesondere da ein Stückchen südöstlich von diesem Wald eine riesige geschützte Küstenheide, die Cuxhavener Küstenheide, anzutreffen ist, die eine wunderbare Heidelandschaft darstellt und als solches das Heidenbiotop hier vollständig erfüllt. Diesen Wald hier jetzt zurück zur Heide zu degradieren und zu verhindern, dass der Wald hier eben weiter wächst und ihn letztendlich einfach nur sehr langsam zu töten, das ist nichts anderes als genau das, was hier stattfindet, ist meiner Meinung nach nichts, was einen großen naturschutzfachlichen Mehrwert erbringt. Nichtsdestotrotz sieht der Bestand ganz hübsch aus, ne? Also da ich ja meine dichten Schwarzwaldwälder gewöhnt bin, ist das für mich einfach ein ästhetisch, ehrlich gesagt, erstaunlich ansprechender Blick in diese Richtung. Auch wenn es forstwissenschaftlich gesehen sicherlich streitbar ist, das Thema. Ja, mindestens streitbar. So, langer Monolog zu dem Thema. Ja, dann schnell nochmal, welche Bäume kommen denn in dem Teil, wo Verjüngung aufkommt, wo der Wald sich immer mehr seiner natürlichen Form anpasst, welche Bäume kommen da auf? Zuallererst natürlich die Birke, sehen wir hier vor uns, ne? Die schönen Birkenblätter, plus minus dreieckig, unbehaart, falls es sich um die Betula pendula handelt, die Hängebirke, leicht behaart auf der Rückseite, falls es sich um die Moorbirke handelt. In diesem Fall haben wir es auch tatsächlich mit der Moorbirke zu tun. Die hat so kleine Haarbüschel hier in den Blattachsen. Oh, überrascht mich nicht besonders. So, seltenes Bild, kommen wir nachher noch dazu, ist die Buche. Die ist in der natürlichen Verjüngung, die hier aufkommt, auch zum Teil ein bisschen mit drin vertreten. Sie hat aber noch nicht, und das ist bemerkenswert, die Herrschaft über den Bestand übernommen. Eigentlich ist die Buche ja sehr wohl in der Lage, alles andere zu verdrängen. Kann sie hier nicht. Wir befinden uns nämlich jenseits der Trockenheitsgrenze der Buche. Das heißt, diese Böden hier, die wir gerade vor uns sehen, dieses Waldstück hier jetzt, in dieser Ausprägung, ist für Buche schlicht und ergreifend zu trocken. Da wäre dann eben also damit die Eiche die erste Baumart, die die Buche ablöst. Und wir hätten es hier mit einem plus-minus mischbaumartenreichen Eichenmischwald entsprechend zu tun. Wenn wir jetzt 200-300 Jahre nichts tun und davon ausgehen, dass sich das Klima nicht großartig in diesen 200-300 Jahren allzu stark verändert. Was es tut, aber das nur am Rande. So, schauen wir hier nochmal in unseren tollen aufgeräumten Wald. Dann sehen wir hier diese lustige Etagenstruktur, die die Bäume einnehmen. Wenn wir näher hingehen, werden wir feststellen, dass das tatsächlich die Kronen der einzelnen Bäume sind, die sich alle in dieses Schrägdach quasi integrieren. Das macht nicht jeder, das machen aber doch recht viele. Und die einzelnen Baumgruppen, die jeweils zusammen so einen Schrägdach bilden, da kann man jetzt schon durchaus sich ein paar Gedanken zu dem Thema machen, inwieweit das nicht vielleicht etwas
etwas ist, wo man beschlossen hat, ein wenig zusammenzuarbeiten, um zusammen eine möglichst wenig windanfällige Krone aufzubauen. Denn mit diesem Schrägdach, der Wind kommt genau von der Richtung, wo das Schrägdach etwas niedriger ist als auf der entsprechend hohen Seite, von der Küste kommt er und fegt dann über dieses Schrägdach. Und dadurch, dass es eben so ein schönes, glattes, vergleichsweise glattes Dach ist, kann er da nicht weiter Schaden anrichten. Da fegt er drüber, da fegt er nicht rein. Und damit sind diese Bäume, diese kleine Baumgruppe da inmitten der vielen Bäume, die zum Teil auch eine ganz normale ausgebildete Krone haben, wie wir hier sehen können, würde ich diesem Grüppchen eine erheblich höhere Windwurfstabilität unterstellen wollen, als denen, die es auf eigene Faust versuchen. Ja? Also das ist ein ganz, ganz spannendes Beispiel für offensichtlich innerspezifische Zusammenarbeit. Spezifisch meint jetzt auf die Spezies bezogen, die hier einen Konkurrenzvorteil für alle dran Beteiligten erarbeiten soll. Ja? Ganz, ganz spannend. Also das möchte ich jetzt einfach mal unterstellen. Ob das wirklich so ist, das kann keiner beweisen, aber es sieht schon verdächtig, verdächtig aus. So, ich habe mich jetzt nochmal in diese Waldlandschaft entsprechend reingehockt, um mal zu gucken, was denn hier an Pflänzchen eigentlich so da ist. Also für diejenigen, die keine Ahnung von Heide haben. Heide heißt übrigens deswegen Heide, das hatte ich neulich irgendwo erzählt, aber ich erzähle es jetzt trotzdem nochmal, weil da die Heiden gewohnt haben. Heiden waren typische Landschaften, möglichst weit weg von der Stadt, weil sie halt nährstoffarm sind und dann nicht großartig viel, ein bisschen Viehweide betrieben werden kann, aber Landwirtschaft halt gar nicht. Und drum war man da recht weit außerhalb von den Städten und hat dann noch lange an Dinge geglaubt, an die man in den Städten nicht geglaubt hat, speziell an irgendwelche anderen Gottheiten als eben Jesus und die anderen zwei von der Dreifaltigkeit. Und dementsprechend hat das dazu geführt, dass man eben gesagt hat, da wo die Heide ist, da wohnen die Ungläubigen, da wohnen die Heiden. Und die Landschaftsform wurde erst später eben nach den Ungläubigen benannt. Die Ungläubigen sind also schuld dran, dass diese Landschaft jetzt hier Heide heißt. Und der wesentliche Bestandteil einer Heide ist das Heidekraut, das wir hier jetzt gerade nirgendwo haben. Was wir hier stattdessen haben, ist die Heidelbeere. Die heißt auch nicht umsonst Heidelbeere, sondern eben deswegen, weil sie auch eine typische Pflanze ist, die eben in der Heide anzutreffen ist. Das Hellgrüne hier. Ja? Erkennt man oft daran, dass sie eher ein saftiges Grün hat, was sich von den eher dunklen Grüns der ansonsten immer grünen Heidepflanzen abhebt. Ne? Was wir hier nämlich sonst sehen, dieses hier, das ist die Krähenbeere. Auch eine ganz typische Heidepflanze und das hier soll eine Krähenbeerenheide mal werden, wenn es fertig ist und die Bäume endgültig weg sind. Und ja, Krähenbeere ist halt eben immer grün, deswegen hat sie auch ein deutlich saftigeres Grün, so ein bisschen mehr an die Farbe von Nadelbäumen erinnernd, um eben auch durch den Winter zu kommen. Relativ stabile Blättchen, die so ein bisschen an Nadelholz Nadeln erinnern. Also diese nadelförmige Blattform ist einfach super stabil und super gut, wenn man immer grün ist und im Winter vermeiden möchte, dass einem die Blätter gefrieren und dann platzen durch das Wasser, was sich ausdehnt, wenn es zu Eis wird. Ne? Die Heidelbeere fährt eine andere Strategie, macht weichere, saftigere, heller grünere Blätter und wirft sie wie Laubbäume entsprechend für den Winter ab und im Frühjahr treibt sie dann mit neuen Blättern wieder aus und hat dann irgendwann eben auch die lecker schmeckenden Heidelbeeren. Ja, das sind so die wesentlichen Bestandteile, die man hier in dieser Heide finden kann, neben dem Heidekraut, das hier jetzt gerade nicht ist. Schade. Aber das kommt bestimmt noch irgendwann zwischendurch. Ja, und hier ist es auch schon ein Beispiel fürs besagte Heidekraut. Das ist jetzt vielleicht nicht das allerschönste Beispiel, aber die mengenmäßig häufigste Pflanze in solchen Heidelandschaften, das ist halt eben die Besenheide, Caluna vulgaris, die gemeine Heide, wie auch immer man das Ding jetzt nennen möchte. Ja, also ganz, ganz typisch. Übrigens, Kiefernstreu macht jetzt den Boden auch nicht unbedingt besser, aber ist immer noch besser als das, was man auf einer Heide erwarten könnte. Ja, Heiden führen wirklich zu ziemlich
ziemlich, ziemlich mageren Böden. Die bilden ein sehr dichtes Wurzelgeflecht, das dann quasi eine deutliche Trennlinie zwischen dem eigentlichen Boden und dem Heideauflagengeflecht entsprechend bildet. Und da kommt kaum noch irgendeine Baumwurzel durch, weshalb eine Heide eben sehr lange Zeit Heide bleibt, bis sie irgendwann so sehr überaltert, dass ihre Vitalität eingeschränkt ist. Und dann wird manchmal wieder ein bisschen bodenfrei, dass einzelne Bäumchen eine Chance hätten, hochzukommen. Da wir hier ja aber gerade sehen können, dass offensichtlich die vorherrschende Vegetationsform, wenn man die Natur einfach machen lässt, hier ein Wald sein würde, was man daran sieht, dass man die Bäume extra umsägen muss, die kleinen Jungen, damit hier nicht einfach wieder weiterhin ein Wald entsteht, dann kann man absolut erkennen, dass mit Sicherheit, dass die natürliche Vegetationsform hier ein Wald ist. Und eine Heide jetzt auf Teufel komm raus erhalten zu wollen oder wieder zurück zur Heide führen zu wollen, ist ein Arbeiten gegen die natürliche Sukzession. Ja, es gibt Situationen, in denen macht das Sinn. Hier halte ich es für schwachsinnig, ja, um das nochmal ganz eindeutig so zu sagen. Ja, und wie ich gerade gesagt habe, eigentlich würde sich hier weiterhin Wald entwickeln und eigentlich würde hier weiter Wald hochkommen. Und wer ein bisschen botanisch gebildet ist, erkennt an dem Blättchen von diesen beiden sehr winzigen Bäumen, dass das Eichen sind. Ja? Also die natürliche Vegetation dieses Standorts, ein Eichenwald, ein lichter Eichenmischwald, die kommt. Man müsste sie jetzt nur lassen, aber genau das tut man nicht. Da kommt jetzt demnächst irgendjemand, der nicht besonders gut bezahlt wird und rupft diese Eichen wieder raus, weil die sollen hier ja nicht wachsen, weil hier soll ja Heide werden. Ich sage jetzt nichts mehr dazu. So, jetzt bin ich auch endlich mal in der Verlegenheit, mal was vorzustellen, was ich noch nie in irgendeinem Video hatte. Manches ist ja schon mal so ähnlich woanders schon mal gewesen, zu sehen gewesen. Aber das hier ist tatsächlich neu. Das ist eine kleine Waldbrandfläche. Man kann es hier an dem, sage ich jetzt mal, Zustand dieses Stammes auf dieser Seite verglichen mit dem Zustand dieses Stammes von dieser Seite so ein bisschen erahnen, dass da irgendwas nicht ganz koscher gewesen ist und genau genommen ein bisschen heiß. Ja? Auch da sieht man es ganz schön. So, hier können wir jetzt mehrere spannende Dinge sehen. Erstens, nach dem Waldbrand sind natürlich da oben größtenteils die Nadeln, sagen wir mal, teilweise mindestens beschädigt. Dass sie nur teilweise beschädigt sind, sieht man daran, dass es sind offensichtlich noch welche da. Heißt, die Bäume, die hier gebrannt haben, die hier den Waldbrand überstanden haben, haben ihn tatsächlich überstanden. Im Fall von den Kiefern, die hier größtenteils Schwarzkiefern, sehe ich noch eine andere, nein, es sind alle Schwarzkiefern, stehen, haben sie es wirklich überstanden. Jetzt sollte man meinen, verbrannte Erde, die Vegetation hier ist weggebrannt, warum liegt hier jetzt schon wieder Brennmaterial drauf in Form von Nadeln? Naja, das ist ganz einfach. Das sind die frischen. Ja? Darunter wird es schwarz. Also was hier jetzt drauf liegt, das ist erst seit kurzem entsprechend runtergefallen. Das kommt jetzt auch mehr oder weniger nach. Die ganzen toten Nadeln, die eben entsprechend den Brand nicht überstanden haben, werden hier jetzt nach und nach weiter runterfallen. Und dann haben wir ganz schnell wieder eine erneut brennbare Schicht. Das ist jetzt insbesondere deswegen interessant für die Leute, die sich fragen, wie kann denn bitte schön jedes Jahr Kalifornien brennen? Naja, da haben sie noch viel mehr Nadelbäume und die schmeißen auch jedes Jahr ihre Nadeln runter. Und nach dem Waldbrand kommt neues Material und dann ist auch schon wieder eine potenziell brennbare Schicht da. Die mag dann nicht mehr ganz so dick sein wie im vorangegangenen Jahr, aber die ist dann schon noch vorhanden. So, dann findet man auf solchen Waldbrandflächen immer mal wieder sowas hier, das irgendwie ein bisschen rumgehackt und rumgearbeitet wurde. Das ist schlicht und ergreifend wirklich auch die Feuerwehr gewesen, die dann sicher gehen wollte, dass unter solchen Bodenstückchen, sage ich jetzt mal, es nicht noch irgendwie weiterschwelt, was hier nicht sein kann, weil das ist eigentlich ganz gut in Sachen von Waldbrand. Hier kommt darunter sehr schnell der Sandboden. Da hat man dann wohl schon noch mal ein bisschen einen Eintrag organischer Substanz. Aber, hier sieht man es doch ganz schön, aber ja, da kommt dann wieder der Sand. Darunter, jetzt in der Bildmitte. Ja? Diese Schicht, organische Substanz, die sich da im Boden drin befindet, das ist das, was man gerne als Bodenbrand oder Bodenfeuer bezeichnet. Es ist nämlich möglich, dass diese Schicht eben im Boden
die noch genug Sauerstoff abbekommt, weil sie nicht weit unten ist, weiter brennt. Und das merkt man nicht. Und man denkt, man hätte oberirdisch das Feuer bereits gelöscht. Und dann qualmt das halt eben unterirdisch weiter, weil da noch eine so sehr organische substanzhaltige Schicht im Boden enthalten ist, die weiterhin brennen kann. Ja, ist hier, wie gesagt, nicht das Fall gewesen. Aber, um auf Nummer sicher zu gehen, dass jetzt aus dieser Waldbrandfläche nichts rausbrennt in den angrenzenden Bestand, zieht man hier einfach nochmal mit der Hacke entsprechend eine Rille, ja, schön tief, dass man auf den Mineralboden kommt, quasi den Sand freilegt und macht hier einfach so ein Gräbelchen drumherum. Und dann kann man auf Nummer sicher gehen und dann weiß man auch, da brennt jetzt nichts mehr hier raus irgendwie in den benachbarten Bestand rüber. Das ist jetzt damit unmöglich geworden. Ja? Also wichtige Sicherheitsmaßnahme. So, dann schauen wir uns mal hier so einen angekohlten Kiefernstamm an. Ist diese Kiefer jetzt tot? Nö, ist sie nicht, weil Kiefern sind tatsächlich sehr hitzestabil. Die haben eine sehr dicke Rinde, die wird äußerlich natürlich verkohlen, ist hier ja auch passiert. Aber wenn man die jetzt abkratzen würde, würde man darunter wahrscheinlich noch ein vollständig intaktes Cambium vorfinden und damit wird die jetzt nach und nach außen abgestoßen, die verbrannte Schicht. Und von innen kommen neue frische Rindenschuppen hinterher und dann sieht das alles so aus wie neu. Also ein Kiefernwald, der brennt häufig und deswegen hat er sich daran auch durchaus ein wenig angepasst. Hingegen, wer überhaupt nicht damit leben kann, wegzubrennen, ist unsere Birke hier. Ne? Die ist jetzt hin, wie man sehen kann. Das liegt jetzt nicht am Herbst, sondern die ist tot. Hat das Feuer eben entsprechend nicht überstanden. Oberirdisch ist sie tot. Was hingegen das Feuer überstanden hat, ja, das ist jetzt nicht so einfach mit dem Licht gerade, und dem Schatten, ist die Wurzel und daher treibt die Birke hier jetzt gerade wieder aus. Wenn die Wurzel stark genug ist, ja, und die Wachstumsbedingungen jetzt gut genug sind und hier weiterhin genug Licht hinkommt, dann wäre es durchaus möglich, dass die Birke einen komplett neuen Stamm bildet. Also der vorhandene Stamm ist tot, ja, also da wird nichts mehr passieren. Und dann kriegen wir hier also quasi einen neuen Stamm neben dem alten, eine kurzfristig zweistämmige Birke, bei der eben aber der alte bald absterben wird und dann wächst ja einfach eine neue, die dann eine für ihre Größe unglaublich fette Wurzel hat, weil die Wurzel eben viel älter ist als der überirdisch sichtbare Trieb. So, und dieses Phänomen finden wir bei allen Birken, die hier rumstehen. Alle haben sie schon wieder ausgetrieben. Das Interessante ist, dieser Waldbrand ist von diesem Jahr gewesen. Ja? Das ist also umso spannender, dass der Wiederaustrieb bereits erfolgt ist aus den Reserven, die eben entsprechend in der Wurzel vorhanden waren. Das hier ist jetzt hier die dickste Birke, die wir sehen können. Die hat tatsächlich oben auch noch ein paar grüne Blättchen, macht aber sicherheitshalber doch auch nochmal einen Fußaustrieb. Ja, also das eben unsere kleine Waldbrandfläche. Und was man dazu im Großen und Ganzen sagen kann. Die Feuerwehr vermutet, wie ist dieser Waldbrand entstanden. Ja, jemand könnte eine Zigarettenkippe hier in den Wald geschmissen haben. Wir befinden uns sehr nah am Weg. Das kleine da ist der Weg. Und damit ist anzunehmen, dass es sich hier auch eher sehr, sehr unwahrscheinlich um ein außer Kontrolle geratenes Lagerfeuer von irgendeinem Bushcrafter oder sonst wem handelt. So nah am Weg würde man das im Regelfall ja nicht machen und irgendwie ein Übernachtungslager oder so würde man hier auch nicht errichten. Die Idee mit der Zigarettenkippe, die weggeworfen wurde, erscheint mir also auch hochgradig realistisch, schlicht und ergreifend. Ja, das war der Waldbrand. In ihrer Weisheit merkt meine Frau gerade noch an, dass ich noch erwähnen sollte, dass diese Fläche deswegen so klein ist, weil hier kurz nach Ausbruch des Brandes auch schon jemand vorbeigelaufen ist, der natürlich sofort die Feuerwehr gerufen hat, was in dem Teil des Waldes hier ganz gut funktioniert. Man hat hier vernünftigen Handyempfang und okay, die Notrufe gehen ja sowieso über sämtliche verfügbaren Netze meines Wissens. Und ja, dann war die Feuerwehr auch schon schnell da. Da wir uns hier in Niedersachsen befinden, ist ein Waldbrand keine besondere Seltenheit. Das bedeutet, die Feuerwehren, die es hier so gibt, sind alle auch auf sowas ein bisschen geschult und ein bisschen vorbereitet. Und die kommen dann eben entsprechend auch mit dem großen Tankwagen, der Wasser dabei hat, weil hier irgendwo ein Wasseranschluss wird man natürlich nicht finden, schon gar nicht auf so einem Sandboden. Und das führt dann in Kombination eben entsprechend dazu, dass ganz schnell gelöscht worden ist. Und deswegen ist das auch eine vergleichsweise so kleine Fläche. Die wäre nicht so klein geblieben, wenn dann nicht so schnell gelöscht worden wäre.
Andererseits, man ist auch recht zivilisationsnah und dann geht das auch recht flott, dass dann durch die Rauchsäule und die wirklich enorme Rauchentwicklung bei Waldbränden das irgendwer mitbekommt. Gerade Niedersachsen und Brandenburg haben auch ein bundeslandweites Waldbrandmonitoring, soweit ich weiß. Da kann man heutzutage ganz viel mit Fernaufklärung, mit Satellit und so weiter und so fort machen, um sowas sehr frühzeitig zu erkennen. Klappt fast immer. Es sei denn, es brennt irgendein Truppenübungsplatz mit noch irgendwelchen Munitionsresten im Boden und so weiter und so weiter. Der ein oder andere wird hoffentlich noch wissen, worauf ich da anspiele. Jetzt gehen wir aber wirklich weiter. So, lala, hier steht jetzt auf wieder so einer Waldfläche, die zur Heide werden soll, ein seltsamer Hügel. Und dieser seltsame Hügel ist, wie alle Hügel auf meinem Kanal, die ich euch jemals gezeigt habe, sind grundsätzlich immer alles Grabhügel. Und zwar aus eben entsprechend der, Ebene. Genau, das hat keiner so richtig eine Ahnung. Also ich habe dazu jetzt noch nichts recherchiert. Ich werde dazu noch was recherchieren und gegebenenfalls dann hier noch einen entsprechenden Einspieler machen mit näheren Infos, die ich dazu gefunden habe. Was klar ist, ist, dass diese Region hier bereits sehr früh, also mindestens in der Bronzezeit, schon besiedelt gewesen sein wird. Wir wissen auch ziemlich sicher, dass bereits die ersten Mesolithikum-Zombies, Bewohner, hier ihr Unwesen getrieben haben, weil wir nämlich Feuersteine, die liegen hier überall am Boden rum, man muss sich nur bücken und sie aufheben, entsprechend auch in Süddeutschland gefunden haben. Es muss also ein Handel von Feuerstein, da wo er vorkommt, nämlich an der Küste, nach Süddeutschland, wo er weit und breit nirgendwo vorkommt, gegeben haben. Und je nachdem, was für ein Feuerstein das ist. Es gibt zum Beispiel den berühmten roten Feuerstein von Helgoland. Das ist ein kleines bisschen umstritten, aber es sieht so aus, als würde der wirklich nur auf Helgoland vorkommen. Und diesen roten Feuerstein von Helgoland, den hat man auch schon in Süddeutschland entdeckt, in irgendwelchen Lagerstätten von frühen Menschen. Ja? Und daher darf man davon ausgehen, dass eigentlich hier diese Küstenregionen schon immer besiedelt gewesen sein. Ich sage jetzt mal müssen. Ja? Ich gehe mal so weit und sage, sie müssen es gewesen sein. So, und eben die zumindest mal, mindestens die Bronzezeitler haben damit, glaube ich, so langsam dann mal so ungefähr angefangen. Spätestens in der Eisenzeit wurde es dann in eben seine Toten in solchen Grabhügeln, wie zum Beispiel diesem hier, beizusetzen. Und das ist einer. Ja, man hat den mal irgendwann ausgebuddelt oder zumindest ziemlich weit reingebuddelt und hat irgendwelche Tonscherben und Töpfe und was weiß ich gefunden, hat da niemanden interessiert und dementsprechend hat man das Zeug weggeschmissen, es ist jetzt verschollen, man weiß den Fundzusammenhang nicht mehr und deswegen kann man auch, zumindest aktueller Stand meiner Informationen, zu diesem Grabhügel nicht viel sagen. Es wird wohl mal mehr gegeben haben davon, nicht nur diese zwei, das ist nämlich der eine. Und den anderen kann man da hinten hinter dem Gestrüpp, dieser in der Bildmitte, dieser helle Punkt, das ist der zweite, kann man da erkennen. Und ja, das ist es im Grunde. Aber ich wollte sie halt mal eben schnell erwähnen. Ihr habt vielleicht schon mal was von meiner Vorliebe für Grabhügel entsprechend mitbekommen. Dann nochmal zu der Frage, ist das hier jetzt natürlich ein Waldland oder ist das natürlich kein Waldland? Naja, nehmen wir mal dieses Gestrüpp hier vorne, das aus zwei aufrechten, naja, sagen wir mal drei aufrechten und einer krüppligen Kiefer besteht, die hier also wirklich als eher als Strauch als als Baum wächst. Und wir beachten mal kurz die Höhe der Bäume, die hier rumstehen. Und wenn wir uns hier mal ein wenig umgucken, weg von der Mitte sozusagen dieser Fläche hin Richtung weiter hinten im Wald, da werden die Bäume tendenziell höher und immer höher und je weiter wir hier von hier wegkommen, desto höher werden die Bäume. Wir haben es hier also jetzt tatsächlich mit da, wo wir jetzt gerade hingucken und da, wo auch diese Grabhügelchen rumstehen, mit einem wahrscheinlich seit Jahrtausenden ausgedörrten und durchgewirtschafteten Boden zu tun, der inzwischen derart schlecht geworden ist, in dem so schlechte Wachstum
Witterungsbedingungen herrschen, dass die Bäumchen eben nur noch eine sehr geringe Maximalhöhe erreichen. Kein Baum in der Mitte dieser Fläche wird höher als das, was wir hier jetzt gerade so sehen können. Und es gibt sogar eben Kiefern, die vorziehen, einen strauchförmigen Wuchs durchzumachen und gar nicht erst versuchen, in Anführungszeichen, baumförmig zu wachsen. Ja. Also hier, das ist auch wieder eine Fläche, die zur Heide zurückgebracht werden soll. Hier, anders als auf der anderen Fläche, die wir eben gesehen haben, habe ich dafür ein gewisses Maß an Verständnis. Ein gewisses. Nicht wirklich, dass ich da echt Fan von wäre, aber das ist schon ein besonderer Lebensraum hier, der tatsächlich bemerkenswert ist, einfach durch den Mangel geprägt. Ja? Und wann immer ein Lebensraum sich eben von der Masse aller normalen, häufig vorkommenden Lebensräume abhebt, dann beginnt er eine gewisse Schutzwürdigkeit und Seltenheit zu besitzen. Aber warum dieser Schutz jetzt als Heide erfolgen muss, warum nicht ein Schutz als sehr magerer, an der Waldgrenze sich befindender Wald? Ich fände Letzteres echt viel, 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 viel besser. Insbesondere da die natürliche Entwicklung, die hier vonstatten geht, sogar Arten hier auftauchen lässt, die man direkt an der Küste niemals vermuten würde und die wahrscheinlich jetzt auch nur begrenzt natürlich hier überhaupt vorkommen, aber gepflanzt hat diese Tanne niemand und tatsächlich steht hier jetzt mitten auf dieser Grenzfläche, wo Kiefern schon enorme Schwierigkeiten haben, vernünftige Höhen zu erreichen, eine Tanne rum. Das ist bemerkenswert, vorsichtig ausgedrückt. Ja, also wirklich etwas, womit man überhaupt nicht rechnen würde. Sorry wegen dem Bändel, das ist jetzt gerade der Wind. Und schon sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ich habe weiter hinten noch ein paar andere Tannen gefunden. Ein paar davon sind sicherlich gepflanzt. Da stehen sie verdächtig nah am Wegesrand. Und das ist dann sicherlich kein ganzer Zufall. Aber hier, die ist auf jeden Fall nicht gepflanzt und ist hier irgendwie angesamt und tatsächlich gewachsen. Ob die alt wird, ist nochmal eine andere Frage, aber sie sieht erstaunlich vital aus. So, und das Ding ist natürlich auch nochmal spannend und bedarf besonderer Begutachtung, so eine Wuchsform. Ich kriege häufiger Fotos, wo mal jemand sowas in der Richtung fotografiert hat und mir dann zuschickt und was ich davon halte, beziehungsweise wie sowas entstehen kann. Es ist schwierig im Einzelfall nicht immer ganz zu klären und mitunter wirklich kaum zu rekonstruieren. In diesem Fall geht es allerdings noch einigermaßen und zwar muss hier gefallen sein. Ein Baum, der meinetwegen hier stand, ja, ist so gekippt und hat hier unsere Kiefer, die damals noch viel, viel, viel dünner gewesen sein muss, entsprechend etwas umgeknickt und lag dann so da drauf. Ja, das muss ungefähr so gewesen sein, weshalb sich die Kiefer eben gezwungen sah, als sie noch viel dünner war, drumrum zu wachsen, hintenrum, drumrum. Das sehen wir, wenn wir von hier nochmal ein wenig schauen. Ja, sie hat also, wahrscheinlich lag der da wirklich mehr oder weniger drin, dann ist sie so rum, drumrum gewachsen, um dann die Kurve zu kratzen, um nach oben zu kommen und normal baumförmig entsprechend das Wachstum fortzusetzen. Also es ist nicht so, dass ein Baum ursprünglich mal da stand, die Kiefer neben dem Baum gewachsen ist, sich dann um den Baum, der hier gestanden haben muss, drumherum geschlängelt hat, um dann nach oben zu wachsen. Wenn da schon ein Baum gestanden hätte, als die Kiefer hier gekeimt ist, dann wäre sie einfach so zur Seite weg und direkt nach oben. Dann hätte sie diese Kurve nicht kratzen müssen. Also sowas kann eigentlich nur entstehen, wenn ein junger Baum, der noch eine gewisse Flexibilität hinsichtlich seiner Ausrichtung besitzt, im Schlag abbekommt, teilweise abgebrochen wird und dann eben alles Mögliche versucht mit einem Seitenast. Im Grunde möglich wäre halt auch, dass das hier ursprünglich nur mal ein Ast gewesen ist, der dann das Terminalwachstum, also das Haupthöhenwachstum übernommen hat. Ja, sowas passiert eigentlich nur, wenn da wirklich ein mechanischer Schaden durch einen Schlag von einem anderen umstürzenden Baum entsprechend stattfindet. So, und wenn die Kurve dann erstmal gewachsen ist,
und der Baum wird in sich im Ganzen dicker, dann muss auch die Kurvenstelle und alle Verwachsungen alles im gleichen Ausmaß dicker werden, wie das eigentlich der ursprüngliche Stammfuß und alles andere auch tun. Wenn der Stamm hier so dicker werden soll an dieser Stelle und weiter oben, dann muss auch das alles im gleichen Verhältnis dicker werden und dadurch entstehen dann solche lustigen Konstruktionen. Natürlich im aktuellen Zustand, in der aktuellen Dicke dieses Stamms wäre es völlig unmöglich, dass der jetzt noch durch irgendwas großartig zu biegen wäre. Aber ja, sehr jung funktioniert das und das spätere Wachstum ist dann der Grund für diese Form. Ja, passend dazu vielleicht diese Kiefer, die auch eine sehr spannende Wuchsanomalie eben entsprechend aufzeigt. Die scheint sich kurz nach dem Keimen einfach gemütlich hingelegt zu haben und beschlossen zu haben, doch lieber im Liegen zu wachsen und kommt damit aber auch ganz gut zurecht offensichtlich. Nee, hier handelt es sich natürlich, wie wir an den aus der Erde ragenden Wurzeln erkennen können, die jetzt durch Erosion langsam freigesetzt wurden, um einen Baum, der einen Wurf erlitten hat, der also Sturmwurf technisch umgeworfen wurde, also auch wieder hier auch eben entsprechend noch deutlich jünger gewesen ist, noch deutlich dünner gewesen ist und dann aber das Glück hatte, so zu fallen, dass noch ein Großteil seines Wurzelwerks weiterhin in der Erde gesteckt ist. Nicht was wir hier jetzt außerhalb sehen, das sind inzwischen alles tote Wurzeln. Aber da muss noch wirklich ein Großteil in der Erde vorhanden gewesen sein. Des Weiteren muss er das Glück gehabt haben, wohin gefallen zu sein, an einen Ort gefallen zu sein, an dem eine hervorragende Lichtsituation geherrscht hat. Die herrscht auch jetzt noch, ne? Da ist nichts drüber, überhaupt kein Problem. Und dann kann das klappen. Das meiste, was einem zu schaffen macht, wenn man ein Baum ist, der umgekippt ist, ist, dass einem eben eigentlich der Vorteil, ein Baum zu sein, abhanden gekommen ist. Nämlich als Baum ist man oben und damit näher am Licht als die anderen Pflanzen. Und wenn du umfällst, dann bist du halt nicht mehr näher am Licht als die anderen Pflanzen und schon gar nicht näher am Licht als deine Baumkollegen. Da jetzt aber die Baumkollegen hier eben einfach nicht besonders viel höher sind als unser umgefallener Freund hier, muss man wirklich sagen, ist nicht so schlimm. Ha? Und dem Ding geht's gut, das heißt sehr vital, erstaunlich viele Nadeln, guckt euch mal an, wie dicht das da ist, wenn wir das mit dem stehenden Kollegen hier vergleichen. Man könnte fast meinen, unser liegender Freund hier hat mehr. Ha? Er hat natürlich dadurch jetzt auch einen Vorteil, weil das ist immer noch ein sehr windgeprägter Standort. Wind spielt hier eine Rolle, der auch durchaus der Photosynthese nicht unbedingt immer zuträglich ist und ist wirklich eine ständige Belastung für die Krone mechanischer Art. Und unser Kollege hier macht da einfach nicht mit. Der hat da keine Probleme und ist bei dem Thema ein bisschen außen vor. Und ja, ganz, ganz seltenes Bild, dass sowas funktioniert. Also ich bin da gerade wirklich auch sehr, sehr fasziniert, muss ich sagen. Ganz seltener Anblick. Natürlich in den Alpen, man kennt ja die Latschenkiefer, ja, die grundsätzlich so und so ähnlich wächst, also so krüppelig und am Boden entlang kriechend mit einzelnen Abzweigungen, die dann mal ein Stückchen nach oben gehen von Nadeln und dann kriecht sie weiter. Also die wächst nicht in die Höhe, sondern tatsächlich horizontal. Eine normale Waldkiefer hat dieses Wuchsverhalten genetisch auch im Programm. Und kann, wie wir hier jetzt gerade sehen, eben auf diesen Code für ein krüppeliges Wachstum, für ein kriechendes Wachstum zurückgreifen, wenn sich das als notwendig erweist. Und genau das ist hier der Fall. Also Pflanzen haben natürlich kein Bewusstsein und denken nicht drüber nach, was sie gerade so tun und solche Späße. Also wer sowas behauptet, das ist schlicht und ergreifend falsch. Nichtsdestotrotz haben sie ein riesen Repertoire an Strategien, die sie einschlagen können, die sie auch im Laufe ihres Lebens abändern können, um eben mit ihrem Wachstum sich bestmöglich an ihre Lebensbedingungen anzupassen. Ja? Also es ist, nur weil eine Pflanze ein sehr langsames Wesen ist, heißt das nicht, dass da nicht eine gewisse Dynamik drin stecken würde und eine gewisse Anpassungsfähigkeit eben gerade genau im Gegenteil. Man sollte es doch logisch sein, dass eine Pflanze eine enorme Anpassungsfähigkeit besitzen muss, in Anbetracht dessen, dass sie hunderte von Jahren alt wird, wenn es ein Baum ist, und trotzdem da nicht weg kann, wo sie sich eigentlich befindet. Also ist eine Anpassungsfähigkeit an wechselnde Standortbedingungen eigentlich das A und O, wenn man Jahrhunderte alt werden möchte, weil früher oder später, über Jahrhunderte, werden sich alle Standortsbedingungen eines Tages mal ein wenig verändern. Da ist angepasst sein und eine Anpassungsfähigkeit eben ganz essentiell.
So, dann wäre vielleicht noch interessant zu erwähnen, wenn wir uns unsere kleinen Mini-Kiefern hier mal ein bisschen anschauen auf unserer Soll-Heide-Werden-Fläche, dann stellen wir fest, einen großen Nadelverlust stellen wir eben nicht fest. Und das ist bemerkenswert, da wir ja das Jahr 2020 schreiben und gerade bei der Kiefer, gerade auch in Niedersachsen, normalerweise eigentlich massive Schäden und massive Nadelverluste zu beobachten sind, die hier jetzt allerdings nur begrenzt auftreten. Was wir stattdessen bekommen, ist Nadelvergilbung. Das wird auch beobachtet bei der jetzt an anstehenden, beziehungsweise die Ergebnisse sollten bald veröffentlicht werden, Waldzustandserhebung. Hier kann man das schön sehen. Da werden die Nadeln leicht gelblich. Und das ist eben eine Vergilbung. In diesem Fall würde ich vermuten, dass es sich um eine beginnende Chlorose handelt, beziehungsweise die dann später zur Nekrose auswächst. Das heißt, wenn die Nadeln dann braun werden und absterben, aber dass sie erstmal gelb werden, hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass es an bestimmten Nährstoffen fehlt. Das ist jetzt nichts Gutes und das ist entsprechend für den Baum letztendlich egal, woran er zugrunde geht, aber dass es hier an Nährstoffen fehlt, auf diesen Schrottböden, ist nachvollziehbar. Absolut. Und daran ist auch ausnahmsweise mal wirklich nichts schuld, außer die Tatsache, dass diese Kiefern halt damit leben müssen, dass sie auf dem Schrottboden rumstehen. Hingegen ist eben bei den meisten Baumarten, die derzeit unter großen Nadelverlusten wegen der Trockenheit leiden, ja, das findet man hier nicht. Das ist das Spannende. Ja? Also hier auf einem der trockensten Orte, die man sich so vorstellen kann, also einem wirklich absoluten Trockenheitsgrenzstandort, zeigen die Bäume, die es gewöhnt sind, dass es extrem trocken ist, keinen zusätzlichen nennenswerten Schaden durch Trockenheit. Ha? Also eine Anpassung an saumäßig trocken ist schon möglich, wenn man dafür genügend Zeit hat. Apropos Anpassung, ich darf nochmal auf unseren rumliegenden Kollegen hier verweisen. Wenn man genug Zeit hat, also als Baum, dann kann man sich an so ziemlich alles anpassen und die Grenzen des Baumwachstums, die sind schon extrem. Es muss schon wirklich, wirklich verdammt trocken sein oder verdammt nährstoffarmer Boden, dass ein Wald, also ein Baumwachstum in einer Höhe, dass man von einem Wald sprechen kann, und hier sind wir wirklich im Grenzbereich, noch stattfinden kann. Dafür braucht es echt nicht viel. Und wenn die Bäume genug Zeit haben, dann schaffen sie es eben auch, eine Art und Weise, ein sehr langsames Wachstum, aber eine Art und Weise von Wachstum zu finden, das ihnen ein Überdauern in fast allen Situationen ermöglicht. Faktor Zeit ist halt nur leider eben etwas, was durchaus knapp werden kann, wenn die Entwicklung zu schnell geht, schneller als Bäume in der Lage sind, sich entsprechend anzupassen. Ja? Aber zur Dürre von 19, 18 und zur Teildürre von 20, die trockensten Standorte sind meistens meiner Erfahrung nach, ich war jetzt viel in Deutschland unterwegs im Laufe dieses Jahres, meistens sind die trockensten Standorte ausgerechnet diejenigen, die am wenigsten Trockenschäden aufweisen. Ja, das ist ganz interessant. Auch hier übrigens wieder eine schöne Windetage beim Baum in der Bildmitte jetzt. Also ganz klare Anpassung der Kronenmorphologie durch Wind. Oder wegen Wind eher. Ja, und hier nochmal ganz was Spannendes. Das ist nämlich tatsächlich, und das ist in Deutschland eine sehr, 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 sehr seltene Geschichte. Und ein Grund mehr, weshalb man an diesem Lebensraum hier meiner Meinung nach nicht rumfischen wollte, indem man unbedingt die natürliche Sukzession behindert. Aber trotzdem, das hier ist Rentierflechte. Das ist zumindest mal eine Rentierflechte, also sehr nah damit verwandt. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, zu behaupten, dass es die Rentierflechte ist, aber in Skandinavien, Grönland, komplett zirkumpolar in der Borealis, ist das natürlich wahnsinnig weit verbreitet, dieses Zeug, und heißt so, weil es eben den Rentieren als Nahrung im Winter dient. Das kratzen so unterm Schnee hervor und fressen dann unter anderem das, um eben den Winter einigermaßen zu überstehen. Sie legen sich vorher Fettdepots an und dann gibt es aber nur noch das hier für den Winter entsprechend zu essen. Wirklich extrem selten in Deutschland anzutreffen, und da freue ich mich gerade richtig, dass ich das gefunden habe. Ne? Ich gehe mal noch ein bisschen näher ran, dann könnt ihr das erkennen. Sieht so ein bisschen aus wie ja, ein Miniatur-Korallenriff. In weißlich-beige, sowas um den Dreh. Spannend, toll, bin begeistert.
So, an dieser Stelle ein kleiner Voice-Over-Beitrag. Liegt daran, dass ich mir hier zuerst mal noch in Ruhe ein paar Gedanken machen wollte. Vielleicht habt ihr schon mal was von einem Hexenring gehört. Ein Hexenring ist ein Ring aus Pilzen, den man irgendwo zum Beispiel im Wald finden kann. Und der entsteht dadurch, dass sich der Pilz immer weiter ausbreitet, meistens kreisförmig. In der Mitte des Pilzes dann irgendwann die Nährstoffe verbraucht sind, er dann in der Mitte abstirbt und nur noch am äußeren Rand wirklich aktiv weiter wächst und dort dann auch seine Fruchtkörper bildet, was dann logischerweise auch dazu führt, dass man eben die eigentlichen Fruchtkörper, den Ring aus Pilzköpfen sozusagen kreisförmig sehen kann. So, jetzt sind das hier keine Pilze, sondern Krähenbeeren. Krähenbeeren sind allerdings auch mykorrhiziert, soll heißen, die haben alle einen Pilzpartner am Fuß hängen. Und da das hier verdächtig nach einem Hexenring aussieht, nur halt eben aus Krähenbeere, gehe ich schwer davon aus, dass wir es hier damit zu tun haben, dass der Mykorrhizapilz der Krähenbeere, den sie unbedingt braucht, um auf solchen mageren Böden zu bestehen, in der Mitte auch bereits abgestorben ist, nur noch im Randbereich am Weiterwachsen ist und damit das Wachstum der Krähenbeere vom Pilzpartner entsprechend direkt abhängt. Sie unterstützt zwar den Pilzpartner mit Zucker, aber der braucht halt trotzdem die Nährstoffe, die im Boden in der Mitte nicht mehr vorhanden sind und ist daher nach außen sozusagen abgewandert. Und da in der Mitte kein Pilz mehr hockt, kann sich auch die Krähenbeere nicht in die Mitte ausbreiten, sondern nur nach außen in Verbindung mit dem Wachstum des Pilzes. Und ja, so kommt dann sowas entsprechend zustande. Sehr, sehr faszinierend, habe ich so auch noch nicht gesehen. Also Hexenringe schon, aber ein Krähenbeeren-Hexenring, das ist neu. Ja? Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher mit dieser Erklärung, ist aber die einzige, die für mich Sinn zu machen scheint. Wenn jemand was Besseres weiß, ab in die Kommentare damit. Ja, und gleich noch ein Voice-Over-Beitrag, dann haben wir es auch, der Rest ist dann wieder vor Ort eingesprochen. Das hier ist jetzt eine kleine Abteilung Buchenwald innerhalb vom ansonsten gar nicht buchenfähigen Wald. Und eben das wollte ich nochmal erwähnen, weil ich ja eigentlich gesagt habe, Buche gibt's da nicht. Wenn wir uns die Buchenkronen mal angucken, was ich leider nicht fotografiert habe, die sehen auch nicht besonders toll aus. Und klar, Buche ist schon möglich auf den besseren Teilen des Bodens, bei denen wirklich schon eine gewisse Nährstoffanreicherung durch das Vorhandensein des Waldes stattgefunden hat, bei denen der Boden damit entsprechend auch in der Lage ist, mehr Wasser aufzunehmen und wenn es mal regnet, ihr seht auch hier diese leichte Erhöhung, wo die Buchen stehen, ne, und diese leichte Hebung der Landschaft, dann wird das Wasser da länger gehalten im Boden und damit ist ein Buchenwachstum hier kleinräumig möglich. Aber das ist nur teilweise in dem Wald eben so, dass da überhaupt solche Bucheninseln denkbar sind. Jetzt ist es aber eben nun mal so, dass man in Zukunft mit noch trockeneren und noch schwierigeren Bedingungen rechnen muss. Und wenn es dann noch trockener und noch schwieriger wird, dann wird die Buche nicht mehr konkurrenzkräftig gegenüber zum Beispiel den Kiefern sein oder gegenüber der Eiche eigentlich. Und da müsste man damit rechnen, dass langfristig gesehen, also ohne Zutun des Menschen, die Buche hier wieder ausfällt und die Eiche beziehungsweise dann im schlimmsten Fall eben die Kiefer das Ganze wieder übernimmt. Ja, also ja. Kurz, kleinräumig und kurzzeitig ist hier ein Buchenwachstum mal drin, aber ich würde behaupten, das verschwindet wieder. So, jetzt sind wir am Finkenmoor angekommen. Das hat mit dem gleichnamigen Vogel eigentlich gar nichts zu tun, sondern mit der Familie Fink, die hier wohl über Generationen ansässig gewesen ist. Das Finkenmoor, also hier sind wir im halbwegs moorigen Bereich mit Birken, mit entsprechender Vegetation, mit kleinen Resten von irgendwelchen Gräbelchen. Wir gucken uns das gleich noch ein bisschen genauer an. Das Finkenmoor ist eigentlich derzeit kein Moor, war aber mal eins. Damit wir in einer so sandreichen Region, wie wir uns hier gerade befinden, überhaupt einen Moor zustande kriegen, muss es hier in irgendeiner Form eine Tonanlagerung gegeben haben, die vermutlich von den Gletschern mit der Moräne mitgebracht worden ist, die quasi einen natürlichen Deich gegenüber dem Wattenmeer jetzt bildet. Dieser Deich nennt sich Geest und besteht aus eben Gletschermaterial, das vor zwei oder drei Eiszeiten zuletzt abgelagert worden ist.
als die Gletscher bis eben hierher gereicht haben und sogar noch ein Stückchen weiter gereicht haben dann zum Teil. Aber trotzdem hat sich hier das ein oder andere Material beim darauf folgenden Rückzug der Gletscher entsprechend abgelagert. Ja. Also nochmal voll kurz zur Erklärung, das Eis schiebt dann einfach die Steinchen, die es dann als Wall aufhäuft, sozusagen vor sich her an seinem Gletscherfuß, wird mit, durch diese Bewegung des Eises, des Fließen des Eises, eine Menge Stein abgebrochen, mit abgeschliffen, mitgezogen und dann halt irgendwann auch wieder abgelagert. So, genau. Und auf diese eben entsprechende Steinwallkonstruktion hat sich dann, nachdem das Eis sich zurückgezogen hatte, jede Menge Sand abgelagert und unter dem Sand waren halt hier jetzt speziell, wo wir dieses Finkenmoor antreffen, tatsächlich auch einzelne Tonpartikel dabei, die dann nach unten hin einen recht dichten Boden gebildet haben, weshalb es eben das Wasser, was hier im Bereich des Finkenmoors runtergeregnet ist, tatsächlich auch liegen blieb, als Oberflächenwasser entsprechend vorgekommen ist. Und da gleichzeitig in Richtung Watt ja eben dieser Wall vorhanden war, hat dieser Wall auch dazu geführt, dass das Moor dann nicht einfach ausgeflossen ist, weil er sozusagen das Moor abgedichtet hat, der Wall. Ja? So. Allerdings muss man dazu sagen, im Laufe der Zeit war das immer unterschiedlich, wie viel Wasser und was für eine Nährstoffsituation in diesem sogenannten Moor gerade geherrscht hat. Aktuell ist es nämlich kein Moor, sondern ein See. Ein paar Bilder blende ich euch zu meinen Ausführungen hier entsprechend ein. Der ist sogar recht nährstoffreich, was man daran sehen kann, dass er voll mit Seerosen ist, wenn das nicht der Fall wäre. Beziehungsweise wenn da nicht genügend Nährstoffe drin wären, dann würde es diese Seerosen in dieser Form eben entsprechend auch nicht geben. Außerdem jede Menge Wasservögel, die darin was zu fressen finden und sich da gerne aufhalten. Was ganz schön ist, dass man noch ein kleines Süßwassergewässer in der Nähe vom Watt hat, das halt bekanntlich nur Salzwasser zu bieten hat, was nicht für jeden Vogel unbedingt genau das ist, was er so braucht und was er gerne haben möchte. Als dann das Moor irgendwann hinderlich wurde, hat man beschlossen, Graben durch eben diesen natürlichen Eiszeitwall zu graben und das Moor somit zu entwässern, damit man hier den Wald aufforsten kann, so wie er hier heute steht, beziehungsweise der damalige Wald war ja noch deutlich schwarzkiefernlastiger als es der heutige ist, dass da überhaupt die einheimische Kiefer dazugekommen ist, wie ich inzwischen erlesen habe, lag auch teilweise sogar in natürlicher Sukzession, teilweise weil man sie zusätzlich noch dazu gepflanzt hat, aber vor 140 Jahren, als hier eben noch gar kein Wald stand, musste man wohl wirklich mit der Schwarzkiefer arbeiten, weil das die einzige war, die überhaupt mit den Bedingungen hier klargekommen ist. Erstmal die sehr sandigen, sehr nährstoffarmen, sehr trockenen Böden und zweitens dann auch noch eine salzige Gischt vom Wattenmeer her, wann immer es mal eine Sturmflut und Ähnliches gegeben hat, wird sich dann ein gewisser Salzeintrag in diese Böden auch bemerkbar gemacht haben, der den ein oder anderen Pflanzen mehr zu schaffen macht und wiederum anderen Pflanzen weniger zu schaffen macht und besonders wenig zu schaffen macht, entsprechend eben der Schwarzkiefer. Ja, und eben zu Aufforstungszwecken wurde besagtes Moor dann erstmal so halbwegs trockengelegt. Man hat dann schon vor recht langer Zeit, ich glaube irgendwie in den 50er oder 60er Jahren bereits beschlossen, dass das so nicht sein kann, dass man das Ganze wieder vernässen muss, hat eben entsprechend den Damm wieder abgedichtet, den natürlichen Eiszeitdamm. Und seitdem hat sich das Wasser im Moor wieder entsprechend aufgestaut. Allerdings zu viel, also in Anführungszeichen zu viel, als dass es weiterhin ein Moor wäre aktuell, sondern eben nur der See. Kleine Reste von Moor können wir hier am Rand noch entdecken, die so für den Kundigen so ein bisschen moorig aussehen. Mehr aber auch nicht. So, und diese besagten Reste, die gucken wir uns jetzt an. So, erste Anzeichen für eine gewisse Moorigkeit der Landschaft. Ne? Also wir haben hier kein intaktes Moor, da wächst nichts mehr. Das wäre ja so die Klassifikation, damit ein Moor wirklich ein Moor ist, muss es weiterhin wachsen. Das tut es hier nicht, im Gegenteil, vielleicht eher in der Verlandung, in der Abbau von organischer Substanzphase, als dass da noch was dazu kommt. Aber die Baumartenzusammensetzung hat sich dahingehend
geändert, das näher an den Teich ran. Der ist jetzt so ungefähr da hinten auf der Höhe. Wenn ich da jetzt den krummen Finger mache, da in etwa wäre er anzusiedeln. Und näher als so traut sich die Eiche an besagten Teich, an besagten See auch schon nicht mehr ran, weil dann wird es ihr vom Boden her tatsächlich zu feucht. Und hier in eben diesem Bereich haben wir jetzt nur noch sehr Bodenfeuchtigkeit angepasste Arten. Okay, zugegeben, dass da ist auch noch eine Eiche hier. Aber danach ist wirklich Schluss. Und zwar stehen da natürlich jede Menge Birken rum. Wir haben ein paar auf Sonderstandorten sich befindliche Ebereschen. Die sind eigentlich nicht besonders feuchtigkeitstolerant, aber können eben Sonderstandorte schnell dann nochmal zu eigen nehmen. Wir sehen, wir haben einen erhöhten Anteil an liegendem Totholz. Da hinten liegt auch noch einer rum. Den kann man jetzt nicht so schön sehen wie den hier in der Bildmitte. Und wenn man jetzt hier ein bisschen entlang geht, dann stellt man fest, dass da wirklich häufiger was liegt. Das sind ausgerissene Wurzelteller, wie wir hier schön noch sehen können. Ja, da musste ich ein kleines bisschen näher ran. Moment. Ja, da sieht man es jetzt noch etwas besser mit den Wurzeltellern. Und die weisen eben darauf hin, dass wir hier eher keinen Sandboden haben. Dann gibt es mehr so Wurzelstöcke, ja, nicht so große Teller, weil die müssen ja einen gewissen bindigen Boden aufweisen, damit da überhaupt eine flächige Wurzelentwicklung stattfindet. Bei Bäumen, die stark auf Sand wachsen, die gehen in der Regel ziemlich in die Tiefe. Und wenn sie dann mal umkippen, dann reißt die Wurzel zwar auch, aber dann kommen da so ein paar Wurzelchen raus, es gibt keinen ausgesprochenen Teller. Ja, das ist also auch schon ein Indiz für eine andere Bodenform, als wir sie bisher hier gehabt haben. Dann habe ich ja schon gesagt, Birke vorherrschende Baumart, Kiefern können wir antreffen. Hier jetzt auch in der Bildmitte die typische Krone einer Kiefer zu erkennen. Und ja, das ist schon mal so die grundlegende Vegetation. Wenn man dann noch ein bisschen näher rangeht, dann kann man noch ein paar Details entdecken. Jo, und besagte Details äußern sich eben in diesem Graben hier, der eine gewisse Restfeuchtigkeit natürlich enthält. Und wenn wir uns mal diese Grasbüschel, die hier überall rumstehen, da und da und da und da und da, näher angucken, auch das spricht für eine gewisse, auch dass da zwischen den Grasbüscheln dann mal ein Gräbelchen ist, was hier jetzt natürlich ein bisschen gelaufen ist. Diesen Graben, den wird man vielleicht sogar angelegt haben, dass der anthropogen ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier eine gewisse von Erhebungen und von Senken und von eben diesen Grasbüscheln auf den kleineren Erhebungen, zwischen den kleineren Senken, geprägte Landschaft. Und da spricht man von einem Bulken, das sind die Erhebungen und Senkensystem, das hier wirklich bloß noch in Ansätzen erkennbar ist. Da hinten sieht man es vielleicht noch mal ein bisschen besser, dass eben auf mal eine gewisse Vermoorung vorsichtig hinweist. Wir finden auch zwischendrin mal hier und da noch eine Erle, die für immer noch einen recht wassergesättigten Boden entsprechend steht. Hier jetzt speziell sind gerade keine, hier sind wirklich Birken die vorherrschende Baumart und überall zwischendrin kann man auch mal wieder die blöde spätblühende Traubenkirsche finden, die invasive Art, die diesen Wernerwald hier stark prägt, leider, und stark schädigt und hier im Grunde auch überhaupt nichts zu suchen hätte. Aber ja, gut, das sind so die wesentlichen. Oh, da können wir noch was Interessantes sehen. Ja, hier sehen wir, dass eben die primäre Wurzel, die nach unten geht, bis in den Sand gereicht hat. Wir haben hier also noch am Rande zumindest von unserer Wasserfläche sehr wohl noch einen Sandboden, was man hier am Wurfteller sehen kann. Aber der Wurfteller ist trotzdem ziemlich breit und beinhaltet eben auch eine enorme Anreicherung von Humus, was man an dem vielen schwarzen Boden hier nebendran sehen kann. Dicke Moosschichten und drunter auch noch mal gewisse Bodenverdichtungen. Also ja, es ist schon auf jeden Fall was anderes als der reine Sand. Sandboden weiter vorne in Anführungszeichen im Wernerwald. Wenn ich jetzt weiter vorne sage, dann meine ich weiter weg von der Küste, weiter rein ins Land. Ja. Hier nochmal Ansätze von einem Bulkensenkensystem. Torfmoos wird man hier schon keins mehr finden, das ist schon zu spät. Dafür ist es schon zu lange kein wirkliches Moor mehr.
So, lasst mich noch ein paar Worte zur spätblühenden Traubenkirsche verlieren. Das ist dieses Zeug hier, das hier immer mal wieder rumsteht mit den recht glatten, leicht glänzenden Blättern und eigentlich überall im Wernerwald, wenn man ein kleines bisschen sucht, mit minimalem Suchaufwand dann auch schon zu finden. Im Herbst ist es besonders auffällig, weil es dann vergleichsweise tatsächlich gar nicht so unhübsche gelb gefärbte Blätter eben entsprechend bekommt. Auch da hinten ist auch wieder die spätblühende Traubenkirsche und das da in der Bildmitte jetzt weiter hinten auch. Und da und das ist zwischendrin mal eine Eberesche bzw. eine Vogelbeere. Ja, die böse spätblühende Traubenkirsche stammt aus Amerika, Prunus serotina, hat man hier bei uns angepflanzt, eben weil sie auf solchen Flächen wie eben mageren Sandböden ziemlich gut wächst und man wollte sie einfach als Ergänzung da haben, um so ein bisschen die Biodiversität zu erhöhen, um noch ein bisschen mehr Bestandesklima in den Wald reinzukriegen, um den Boden ein bisschen besser bedeckt zu bekommen, mehr Stockwerke, mehr Schichten in den Wald und all solche Späße, war also alles aus guten Gründen gedacht, hat alles überhaupt nicht funktioniert, beziehungsweise sie macht schon das Zeug, wofür man sie hierher gepflanzt hat, aber leider macht sie das so gut, dass sie eben alles mögliche Einheimische verdrängt und mehr an Dominanz gewinnt und man kriegt sie quasi nicht mehr weg. So, und jetzt hatte ich eingangs an diesem Video ja erzählt, dass ich hier mal war wegen dem Bergwaldprojekt und was habe ich da gemacht? Naja, im Wesentlichen habe ich Prunus serotina weggeschnitten. Ja, also wir haben, wo wir nur konnten, dem Zeug mit Säge und was auch immer zu Leibe gerückt und haben es überall rausgeschnibbelt, wo nur ging. Das ist zwar an sich ganz lobenswert von uns gewesen, das wird wahrscheinlich aber nicht mal im Ansatz gereicht haben, um es wirklich loszuwerden, da wo wir tätig waren, denn das hat einen sehr, 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 sehr effizienten Wurzelstock und wenn ich das jetzt hier abschneiden würde, dann ist die Chance, dass das nächstes Jahr wieder austreibt und aufgrund dessen, dass es schon eine sehr große Wurzel hat, wahrscheinlich durchaus nicht schlechter austreibt als jetzt. Die Chance ist sehr, sehr, sehr groß. Also das Zeug ist leider wirklich hervorragend angepasst an genau solche Standorte wie den, auf dem wir uns hier jetzt gerade befinden, beziehungsweise weiter in Richtung Inland wird das Problem eher schlimmer als besser. Ja. Die invasive Art, das einzige, was neben Kiefer überall im Wernerwald quasi zu finden ist. Zwei Arten sind omnipräsent. Kiefer und die spätblühende Traubenkirsche. Man kann sie übrigens super daran erkennen, dass man, wenn man hier mal die Rinde verletzt, das kann man einfach mit dem Fingernagel machen, ne? Und an so einer Verletzung dann riecht. Das ist ein sehr intensiver Geruch. Ich persönlich empfinde ihn als unangenehm. Viele Leute, die ich das mal probieren habe, bemerken zwar, dass es ein sehr, sehr intensiver Geruch ist, empfinden den aber nicht als besonders unangenehm. Aber wenn ihr mal irgendeine andere Pflanze, meinetwegen eine Birke, zum Vergleich auch mal ein bisschen die Rinde aufkratzt, ne? Das bringt die nicht gleich um. Und da dran riecht, ihr werdet nahezu im Vergleich zur Traubenkirsche überhaupt keinen Geruch feststellen können. Die Traubenkirsche riecht dahingegen wirklich viel intensiver und wie gesagt, ich finde unangenehm. Ich finde echt unangenehm. Sodala, zurück auf dem Sitzbänkli. Wollte ich noch kurz erwähnen, die Roteiche. Warum ist jetzt die Roteiche gerade relevant? Weil wir haben ja gesehen, das war größtenteils per Voice-Over und größtenteils per Zwischenkommentar, aber trotzdem haben wir gesehen, hier gibt es auch Buchen. So. Und der Gag ist folgende, die Waldentwicklung des Wernerwalds war halt zum reinen Spezialforst mit Schwarzkiefer, weil nichts anderes wachsen konnte, weil die Bedingungen hier wirklich miserabel gewesen sind. Also quasi als Pionierbaum die Schwarzkiefer. Dann kam die heimische Kiefer dazu, ebenfalls als Pionierbaum. Dann werden die ersten Birken aufgekreuzt sein, vielleicht sind auch erst Birken und heimische Kiefer so mehr oder weniger parallel aufgetaucht, das mag sein. Und dann hat sich nach und nach weiteres Laubholz, wahrscheinlich zuerst die Eiche, wahrscheinlich dann auch, wo es geht,
die Buche langsam und zusammen mit Bergahorn beispielsweise, den man immer mal wieder finden kann und so ein paar anderen selteneren Sachen, hat sich dann langsam den Weg hierher gebahnt und ist dann langsam dazugekommen. Inzwischen kann man den Gesamtwald auf großen Teilen seiner Ausdehnung sicherlich als Laubmischwald bezeichnen. Oder zumindest als Mischwald im Sinne von nicht ganz Nadelholz, also Kiefern, dominiert. Es gibt sogar einzige Bereiche mit Fichten, was man so gar nicht vermuten würde. Auf Sand ist Fichte eigentlich selten anzutreffen, selten bis gar nicht. Nichtsdestotrotz gibt es die. Und wir hatten ja eben bereits mal eine ganz kleine Tanne gesehen, die vereinzelt auch vorhanden da ist. Also die Biodiversität ist definitiv hoch inzwischen. Aber was man sich derzeit in allen Wäldern Gedanken macht, muss und auch tut, ist eben die Frage nach, welche Baumart wird denn hier später Probleme kriegen. Tatsache ist nun mal, dass es tendenziell möglicherweise trockener werden könnte oder zumindest trockene Sommer häufiger auftreten. Und wenn man sich dann hier jetzt mal die Buchen mal gerade anguckt und sie mit den Kiefern vergleicht, dann stellt man ganz schnell fest, die Buchen im Gegensatz zu den Kiefern zeigen sehr wohl entsprechende Symptome von 3 Dürrejahren in Folge, mehr oder weniger schlimm, ne? 18 besonders schlimm, 19 ganz so furchtbar, 20 noch mal ein bisschen besser, aber nichtsdestotrotz, die Buchen haben hier gelitten, das sieht man absolut, da muss man noch nicht mal Experte für sein. Ich habe jetzt leider verpennt, davon noch großartig viele Bilder zu machen, müsste mir jetzt einfach mal so glauben. So. Hingegen die Kiefern, wie gesagt, die sehen sehr gut aus. Davon habe ich sehr wohl Bilder gemacht. Das haben wir also schon gesehen. Müssen wir uns jetzt bei diesem Standort also um einen Waldbestand per se Sorgen machen, dass der Waldbestand hier ausfällt, wenn es jetzt ein bisschen wärmer und ein bisschen trockener wird oder auch viel wärmer oder trockener, je nachdem. Nö, derzeit aktuell nicht, weil die Bedingungen mit den Kiefern schon so sind, dass es wahrscheinlich weiterhin Kiefern hier geben werden kann, behaupte ich jetzt mal. Ich weiß es nicht hundertprozentig, ich kenne die genauen Prognosen nicht, aber ich behaupte das jetzt. Geld verdienen kann man hier mit Kiefern nicht wirklich, die Qualitäten sind nicht besonders doll, das Zeug taugt mehr oder weniger zu besserem Brennholz, wenn man Glück hat, kann man noch ein paar schöne Spanplatten und ähnliches draus machen und ganz selten mal einen halbwegs brauchbaren Stamm dann auch mal für ein Brett. Aber mehr als ein Brett ist tatsächlich auch nicht drin. Also super reich wird man damit nicht. Deswegen hat man hier auch gerne auf die Eiche gesetzt, die ja auch natürlich hier vorkommt. Und wie gesagt, natürlich wäre es zumindest langfristig gesehen auch ein Eichenwald, wenn sich das Klima nicht ändern würde. Und mit der Eiche könnte man dann logischerweise auch Geld verdienen. Also für denjenigen, der ein Interesse an der Bewirtschaftung dieses Waldes hat. Und der wird größtenteils bewirtschaftet, allergrößtenteils, ist die Eiche durchaus eine schöne Ergänzung, die Spaß macht und eben Kohle einbringt. So, und jetzt sind wir wieder bei der Roteiche, denn die Eiche, genau wie die Buche, wird mit Sicherheit zukünftig Probleme kriegen. Und wenn wir uns da die entsprechenden Daten anschauen, dann fällt die Buche sehr schnell raus. Ja, die steht ja jetzt auch nur auf begünstigten Standorten, muss man dazu sagen. In den ganz trockenen Bereichen gibt es überhaupt keine Buche, auch jetzt nicht. Die wird wahrscheinlich auf allen Bereichen ausfallen und die Eiche wird wahrscheinlich auf die begünstigten Standorte zurückgedrängt werden, wenn sie dann nicht auch noch ausfällt. So, jetzt brauchen wir also zumindest mal zum Geldverdienen und aus Gründen der Biodiversität für die magereren, ärmeren Standorte mit schlechterer Wasserversorgung nochmal irgendwas anderes als eine Kiefer. Und was könnte das sein? Ja, da bleibt eigentlich nur noch die amerikanische Roteiche übrig. Da habe ich das Glück, mehrere Versuchsanbauten von dem Zeug schon gesehen zu haben. Und nach dem, was ich da so gesehen habe, könnte ich mir ebenfalls gut vorstellen, dass das hier ein Thema sein könnte. Darauf ist auch die niedersächsische Forstverwaltung entsprechend gekommen. Und Niedersachsenforst ist jetzt gerade eben peu à peu dabei, so ein bisschen ergänzend hier das eine oder andere Flächlein mit Roteiche entsprechend zu ergänzen und zu bepflanzen und bei den neuen Verjüngungen diese entsprechend mit zusätzlich auszubringen. Schaden kann es nicht. Roteiche ist definitiv noch nirgendwo invasiv geworden. Ist also nicht anzunehmen, dass die sich verhält wie die Traubenkirsche. Dafür haben wir inzwischen auch einfach genug Erfahrung. Hätten wir vorher Erfahrung mit der Traubenkirsche gehabt, bevor man sie hier ausgebracht hat, hätte man auch ganz schnell lernen können, dass sie eigentlich quasi überall, wo sie ausgebracht worden ist, relativ schnell invasiv wurde. Und es sehr schwer ist, sie wieder loszuwerden und damit Fehler machen klug, ne? Lernt man bekanntlich am besten draus. Ja,
Aber eben, das ist nochmal zur Roteiche. Wenn wir hier jetzt eine Baumart ausmachen wollen würden, die eben als Zukunftsbaumart für diesen Standort, für diesen Wald eine größere Rolle spielt, die von woanders herkommt und nicht einheimisch ist, also nicht die Kiefer, dann ist das wohl tatsächlich die Roteiche. Also wer hier mal durchläuft, kann man gerne mal darauf achten, wie viele Roteichen man schon findet. Es werden wahrscheinlich peu à peu ein paar mehr werden, ohne dass der Wald komplett auf Roteiche umgebaut wird. Das will auch keiner. Ja, das ist nochmal wichtig zu erwähnen. Gut, dann gehen wir mal Richtung Watt. Bevor das Licht weg ist, möchte ich noch gerne ein bisschen was zum Abbruch vom Wald in Richtung Watt erzählen. Und dann haben wir es aber auch. So, und da sind wir jetzt auch draußen. Ja, also man sieht hier hinter mir entsprechend einen Waldrand, hoffe ich zumindest, wenn alles nach Plan verläuft, dann sieht man da einen Waldrand. Der fängt tatsächlich relativ niedrig an. Normalerweise sind die Bäume, die am Waldrand stehen, tendenziell eher einen Ticken höher, weil sie bessere Wachstumsbedingungen haben, als die Bäume, die nicht am Waldrand stehen. Ist hier halt andersrum, weil der Waldrand ist auch gleichzeitig eben die Stelle, die als allererstes Wetter abbekommt. Und zwar Wetter, das von da hinten kommt. Und was ist da hinten? Da ist Watt. Watt ist da hinten. Und ja, da sieht man mich natürlich gegen das Gegenlicht nicht wirklich. Aber ja, und weil da eben Watt ist, kommt sämtlicher salzige Nebel und die salzigen Verwehungen vom Watt, vom Meer, entsprechend hier mehr oder weniger rein. Jetzt habe ich gesagt, es gibt hier einen Geestabbruch. Das ist auch so. Tatsächlich ist der Wald hier circa 1 Meter oder vielleicht sogar 1,50 Meter oder sogar 2 Meter möglicherweise höher gelegen als das eigentliche Watt. Man müsste jetzt also vom Watt aus gesehen immerhin 2 Höhenmeter, das ist schon durchaus nicht nichts an der Küste, zurücklegen, um überhaupt ins Hinterland zu kommen. Und dann geht es dann noch ein Stückchen weiter bergauf. Also bergauf, ja, für mich als Schwarzwälder ist das natürlich lächerlich, aber hier für die Küstenverhältnisse nicht ganz zu vernachlässigen. Und das ist eben dieser natürliche Geestwall. Es gibt Stellen, da sieht man den viel schöner, das ist so ein richtiger Abbruch. Kann ich euch jetzt gerade leider nicht bieten, ich werd müde. Wir haben einen schönen, aber einen langen und mit vielen Erlebnissen gespickten Urlaub gehabt. Und jetzt müssen wir erstmal Urlaub vom Urlaub machen, war halt wie immer unsere Urlaube. Entweder ist es eine Bildungsreise oder es ist eine Outdoor-Tour. Und daher, es langt jetzt einfach mal wieder. Ne? Moment. Ja, jetzt. Und ja, das eben entsprechend hier der Wald von außen. Vielleicht an dieser Stelle nochmal kurz einmal das Relief der Landschaft. Das haben wir einfach von einem Schild abfotografiert. Das Geest Cliff hier links, hinterm Wattenmeer, aber noch vorm Wald. Und zeichnet sich eben dadurch aus, dass es ein bisschen höher ist als das Watt. Dann die Wasserfläche da direkt danach, das war das Finkenmoor, also der See, den wir gerade gesehen haben. Dann kommt entsprechend der Wald, der auch nochmal eine gewisse Dünenüberprägung aufweist und daher nochmal einen Ticken höher ist als das eigentliche Geestcliff. Trotzdem ist das Geestcliff eben wichtig, um Wassereindringen zu vermeiden. Dann kommt die Heide, die tendenziell vielleicht auch nochmal so ungefähr auf der Höhe ist. Und ab dann geht es wieder runter ins entsprechende Tiefland von Niedersachsen. Ja, so. Ja, also wichtig, dass es das gibt, diesen Wall, diesen Geestwall, einfach um zu verhindern, dass, wenn es eine Sturmflut gibt, quasi allzu viel Land hinter dem Geest überschwemmt wird. Das führt übrigens auch dazu, dass das enorme wirtschaftliche Vorteile hat, weil Cuxhaven nämlich da, wo es einen Geest gibt, also einen natürlichen Damm sozusagen, nicht noch einen Damm bauen muss und spart damit massiv viel Geld, um zu verhindern, dass dann irgendwie das Dorf, andere Dörfer, die es da hinterher hier gibt und so weiter, landwirtschaftliche Nutzfläche, alles mit Salzwasser getränkt wird. Weil dass es nass wird, ist das eine. Ja, dass es Salzwasser ist, ist nochmal das andere. Und das hat dann schon wirtschaftlich nicht allzu angenehme Folgen. Ja. So. Ja.
Ich glaube, dann fällt mir nicht mehr viel ein. Typische Geestvegetation ist eigentlich auch so ein Mix aus Heide. Wenn dann mehr nährstoffreicherer Boden auf dem Geest zu finden ist, dann geht es halt eben auch natürlich gesehen irgendwann in Wald über. Wann genau das der Fall ist, da kann man sich dann kloppen. Was wir auf dem Geest dann halt immer relativ viel finden können, sind diese übrigens auch nicht natürlich vorkommenden Rosen, die hier überall rumstehen. Das hier ist tatsächlich noch mal eine Eiche, aber neben der Eiche haben wir größtenteils Rosen. So, und dann dürft ihr jetzt noch mal zur Insel Neuwerk rüber gucken, die ihr wahrscheinlich eh nicht seht, weil ich zu wenig Zoom auf dem Objektiv habe. Aber das bisschen Land, was man da hinter dem Watt erkennen kann, das ist Neuwerk. Wollten wir eigentlich auch besichtigen, aber wegen Sturm ist das Schiff nicht gefahren, dann ging es also nicht. Bedanke ich mich fürs Zuhören, muss hier in meinen Puschel reinquatschen, weil der jetzt nicht mehr auf der Kamera sitzt. Ich hoffe, man erkennt trotzdem, dass ich es bin, auch wenn ich hier andere Farbe als mein Bart ist, inzwischen komplett grau. Also anders als, egal, lassen wir das. Ja, ich hoffe, man erkennt mich trotzdem und ich wünsche einen schönen Abend oder was halt gerade ist beim Anschauen dieses Videos und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.